Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Session unserer digitalen Ringvorlesung Fight Every Crisis – Globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. In dieser Woche soll es darum gehen, dass die Corona-Pandemie nur verstanden werden kann, wenn sie als ein Teil der Klimakrise reflektiert wird. Und dass beide zusammen nur verstanden werden können, wenn wir sie als eine tiefer liegende Krise unseres ökonomischen Denkens begreifen. Worum es also gehen soll, sind die Beiträge der Wirtschaftswissenschaften zu der Krisenanfälligkeit der Gegenwart. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Frage, was können wir tun? Wie kommen wir da also wieder raus aus der Nummer? Die neue Pandemieanfälligkeit unserer ökonomischen Versorgungsstrukturen können wir als einen Dreiklang reflektieren aus den drei Vs der Verflechtung von Wertschöpfungsketten, des Vordringens in immer neue Naturräume und schlussendlich der Vernichtung von Biodiversität in einem bislang beispiellosen Ausmaß. Worum es hier also geht, sind unsere gesellschaftlichen Naturverhältnisse, die Arten und Weisen, wie wir als soziale Wesen mit Natur in Beziehung treten, also vor allen Dingen mit der Natur, die wir Menschen selbst nicht sind, der außermenschlichen Natur, und wie wir mit dieser nichtmenschlichen Natur unseren Stoffwechsel organisieren. In besonderem Maße ist davon betroffen, was die ökonomischen Versorgungsstrukturen anbetrifft, die globale Ernährungswirtschaft. Und die will ich mir in dieser Session genauer mit euch anschauen. Das heißt, am Ende des Tages soll es darum gehen, was hat Wirtschaft und was hat die Krisenanfälligkeit der Gegenwart zu tun mit ihm hier. Mitgebracht habe ich dafür ein übergeordnetes Lernziel. Es soll darum gehen, dass, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, wir das nicht in erster Linie von Begriffsidealen her tun, sondern wir versuchen, von Praxis her zu denken, und zwar von der Praxis, mit der sich schlecht verhandeln lässt. Mit dem Coronavirus können wir genauso schlecht verhandeln, wie wir es mit einer Sturmflut oder mit ähnlichen planetaren Belastungsgrenzen können. Das heißt, wir wollen lernen, was es bedeutet, von der Natur her zu wirtschaften. Das ist das übergeordnete Lernziel, und dafür habe ich diese vier Unterlernziele mitgebracht. Der erste Punkt ist der Zusammenhang von Klimakrise und ökonomischem Denken. Haben wir gerade eben schon kurz drüber gesprochen, möchte ich im Weiteren gerne ausführen. Der zweite Punkt stellt darauf ab, dass Wissenschaft niemals nur eine unschuldige Beschreibung oder eine Erklärung oder ein Verstehen der Welt ist, auch nicht nur eine Deutung der Welt ist, sondern dass Wissenschaft praktisch wirksam wird. Und zwar egal, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das wollen oder nicht. In den Wirtschaftswissenschaften wie in anderen Sozial- und Geisteswissenschaften auch, reden wir hier von der Performativität von Wissenschaft. Und da gebe ich nochmal einen kleinen Spoiler. Das hier ist Performativität von Wirtschaftswissenschaft. Aber dazu nachher mehr. Das dritte Lernziel, mit dem ich mich heute beschäftigen will oder vielmehr auf das ich hinarbeiten möchte, ist, dass wir aufhören, über Wirtschaft im Singular zu reden. Also als wären alle Unternehmen mehr oder weniger gleich. Die wollen sowieso alle nur G-Max betreiben oder irgendwie dergleichen mehr. Sondern, dass wir uns die real existierende Vielfalt an unterschiedlichen Unternehmungen anschauen müssen, um zu verstehen, was es mit Wirtschaft eigentlich auf sich hat. Das heißt, eine Entsingularisierung von Wirtschaft. Das ist das dritte Lernziel, an dem ich heute arbeiten will. Und schlussendlich soll es dann darum gehen, dass Unternehmen eben nicht nur Charaktermasken des Kapitals sind. Sprach er mit Marx und Engels Werken im Hintergrund, nicht nur Charaktermasken des Kapitals sind, sondern dass Unternehmen mit dem, was sie tun und der Art, wie sie es tun, auch Beiträge leisten können zur Gestaltung einer Gesellschaft, die zukunftsfähig ist. Das heißt, dass wir hier Wirtschaftsformen in den Blick nehmen, im konkreten Fall bezogen auf die Ernährungswirtschaft, uns Wirtschaftsformen anschauen, die sozialökologische Vielfalt nicht unterdrücken, sondern aktiv fördern. Es geht also um eine Perspektive unternehmerischer Renaturierung. Diese Lernziele
die vier Unterlernziele und das übergeordnete Lernziel möchte ich in drei Etappen anvisieren. Gleich in einer ersten Etappe möchte ich allgemein reden und einordnen, was es mit der Ernährungswirtschaft vor allen Dingen in einem globalen Maßstab auf sich hat. Also was genau dieses Feld der Ernährungswirtschaft eigentlich ausmacht, welche Akteure da sind, was damit gemeint ist. Diese Zuspitzung schon auf einen bestimmten Wirtschaftssektor ist ein erster Schritt hin zur Entsingularisierung von Wirtschaft. Wer von Wirtschaft im Singular spricht, hat nicht eine große akademische Abstraktionsleistung vollbracht, sondern spricht schlicht und ergreifend in einer schlechten Allgemeinheit über Wirtschaft, wirft also Dinge zusammen, die in der Sache nicht zusammengehören. Erster Schritt, ich werde reden über die Ernährungswirtschaft. Zweiter Schritt, dort werde ich genauer eingehen auf Intensivobstbau. Das heißt, der Ausschnitt der Ernährungswirtschaft, den ich mir anschauen werde, ist der Obstbau. Und dort in einem zweiten Schritt eben der Intensivobstbau, um dann in einem dritten und letzten Schritt die konstruktive Pointe gewissermaßen des Vortrags und dann auch Eingriffsstelle für die sich anschließenden Diskussionen, Debatten, Nachfragen. Dort werde ich einen kleinen Ausflug machen, also davon profitieren, dass wir zwar jetzt hier so eine Vorlesungssituation haben, aber ich zwischendurch mal auf Pause drücken kann und auf einmal anderswo auftauchen werde. Dort werde ich reden und zeigen, was es mit extensiver Landwirtschaft auf sich hat und wie das im Kontext von Obstbau funktionieren kann. Auch wenn die Ernährungswirtschaft in den öffentlichen Debatten im Kontext der Klimakrise ungefähr keine Rolle zu spielen scheint, ist sie trotzdem eine Schlüsselbranche, wenn es darum geht, das 1,5 Grad Celsius Ziel zu erreichen. Das heißt, die Erderwärmung im Vergleich zum Stand vor der Industrialisierung eben in einem Korridor zu behalten, der diesen Planeten so hinterlässt, dass nicht nur in Zentraleuropa, sondern nach Möglichkeit überall auf der Erde Verhältnisse hergestellt werden, in denen es sich gut leben lässt. Also dieses 1,5 Grad Celsius Ziel, das nicht nur ein Ziel ist, sondern in dem Sinne ein Limit und im Übrigen ratifiziert, das heißt in dem Sinne auch nicht mehr zur Disposition zu stellen ist. Dieses 1,5 Grad Celsius Ziel, argumentieren Clark und Kolleginnen, wird bereits dann gerissen, wenn wir sämtliche Industrien auf Null fahren, nur die Ernährungswirtschaft weitermacht wie bislang. Das heißt, die Ernährungswirtschaft, so wie sie jetzt gegenwärtig global betrieben wird, reicht bereits aus, damit wir dieses Ziel reißen. Dabei geht es in erster Linie um Emissionen, es geht um Fragen von Methan, es geht um Stickoxide und Ähnliches. Das heißt, wir reden in erster Linie über die Fleischwirtschaft. Oder wir reden auch über den Einsatz von Gülle und Ähnlichem. Aber dort ist in erster Linie die Frage nach den Emissionen. Die Ernährungswirtschaft ist aber auch noch in einer weiteren Hinsicht eine relevante Schlüsselbranche, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, beziehungsweise die Krise abzuwenden. Und das bezieht sich auf die Biodiversität. Biodiversität, das heißt die Vielfalt an sowohl Tierarten als auch Pflanzenarten und Pflanzensorten, ist immer beides mitgedacht. Diese Vielfalt ist in der Ernährungswirtschaft von besonderer Relevanz. Und zwar auf beiden Seiten, produktionsseitig genauso wie konsumseitig. In der Produktion ist Biodiversität vor allen Dingen dort in Gefahr, wo es um Agrarrohstoffe geht, die eine möglichst konstante Eigenschaft aufweisen sollen. Ja. Und überall dort, wo wir industrielle Landwirtschaft haben, insbesondere dann in der intensiven Flächennutzung, überall dort braucht es konstante Eigenschaften, um eben diese Agrarprodukte in die technische Logik der Fertigungssysteme zu bringen. Das ist die Produktionsseite, wo Vielfalt von Natur reduziert wird. Es wird dann anders genannt, Standardisierung oder auch Qualität.
was eine interessante Bedeutungsverschiebung des Qualitätsbegriffs bedeutet. Ne? Also man könnte ja auch sagen, die Qualität beispielsweise eines Fruchtsafts hat was mit seiner Einzigartigkeit zu tun. Ne? Und mittlerweile nach einer ganzen Reihe von Dekaden industrieller Bewirtschaftung auf diese Art und Weise verstehen wir unter der Qualität eines Fruchtsafts, dass das ganze Jahr über gleich schmeckt. Da müsste, wer so im Biologieunterricht der Grundschule aufgepasst hat, müssten schon so ein paar Alarmglocken angehen. Kommen wir nachher aber noch genauer drauf zu sprechen. Das betrifft die Produktionsseite. Auf der Konsumseite haben wir ebenfalls Berührungspunkte zur Biodiversität über Ernährungsgewohnheiten selbstverständlich. Ne? Also die Art und Weise, wie wir uns eben Lebensmittel, wie wir sie uns einverleiben, wie wir sie zubereiten, wie wir sie verzehren. Da geht es einerseits um Ernährungsgewohnheiten, andererseits aber auch um Fähigkeiten, um Fertigkeiten im Umgang damit, was Zubereitung anbetrifft, aber auch Fragen von sowas wie Genussfähigkeit, also überhaupt wertschätzen zu können, wenn unterschiedliche Qualitäten, in diesem Sinne in einem emphatischen, unterschiedliche Qualitäten von Nahrungsmitteln betroffen sind. Wir reden hier von einer Biodiversität, die sowohl in die Breite wie auch in die Tiefe geht. In die Breite meint im Grunde, dass wir nicht nur ein und dasselbe Gemüse beispielsweise haben, sondern viele unterschiedliche haben. Oder wenn wir es auf Obst beziehen wollen, dass wir nicht nur Birnen haben, sondern auch Quitten, Mirabellen, Äpfel und so weiter. Das meint Vielfalt in der Breite. Vielfalt in der Tiefe bezieht sich dann auch auf Sortenvielfalt. Das heißt, nicht nur einen Apfel, nicht nur zwei oder drei, sondern viele unterschiedliche zu haben. Und Biodiversität auf Konsumseite ist eben darüber bedroht, dass unsere Ernährungsgewohnheiten zunehmend eine recht eingeschränkte Wahl von Lebensmitteln mit sich bringen. Selbstverständlich steht Produktion und Konsum da in einem ganz engen wechselseitigen Verhältnis. Für die Entstehung einer Ernährungswirtschaft, die in diesem Sinne widerstandsfähiger ist, als das, wie wir das jetzt gegenwärtig erleben, ist beides wichtig. Also Biodiversität sowohl in der Breite wie eben auch in der Tiefe. Das macht sozialökologische Gefüge widerstandsfähig. Ist im Grunde genommen recht nachvollziehbar. Eine Schnecke auf den Erdbeeren ist für die Erdbeeren eher nicht so gut. Wenn daneben aber dann ein Apfelbaum steht, dann ist dem im Zweifel die Schnecke ziemlich egal. So. Das heißt, je vielfältiger sozialökologische Gefüge in der Breite und in der Tiefe angelegt sind, desto widerstandsfähiger werden sie in Bezug auf Schädlingsbefall und eben dann auch, wenn man es jetzt auf Corona beziehen möchte, in Bezug auf Seuchen, auf Viren und dergleichen mehr. Diversität macht uns also widerstandsfähiger, unabhängig davon, wo diese Diversität auftaucht. Auf dem Acker, in unseren Institutionen oder eben auch in unseren mentalen Infrastrukturen. Die real existierenden Verhältnisse weisen ungefähr die entgegengesetzte Richtung. Biodiversitätsverlust wird das häufig genannt. Auch wenn der Begriff ein bisschen irreführend ist, denn verlieren kann ich meinen Schlüssel oder mein Portemonnaie und das ist ärgerlich. Aber das, womit wir hier zu tun haben, ist keine Geschichte des Verlierens. Die klimatologische Literatur, die sich mit solchen Fragestellungen befasst, spricht hier von einem sechsten großen Massensterben. Der Begriff des Massensterbens ist da schon etwas klarer von der Sprache her, trägt aber immer noch nicht in sich die Konnotation, dass es hier um einen aktiv betriebenen Prozess sich handelt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Auslöschung zu tun, die entweder wissentlich in Kauf genommen wurde oder aber absichtsvoll betrieben wird. Gerade im Feld der Ernährungswirtschaft. Auch da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also, sechstes großes Massensterben. So viele hat es bislang gegeben, zumindest um so viele wissen wir mit hinreichender Gewissheit. Fünf von denen haben stattgefunden, bevor der Mensch die Bühne der Welt betrat. Und dieses sechste große Massensterben ist eben eines, das vor allen Dingen durch menschliche Praxis
namentlich durch industrialisierte Wirtschaftspraxis stattfindet, verursacht und vorangetrieben wird. Das letzte große Massensterben war im Übrigen das, das die Dinosaurier dahingerafft hat. Um dem jetzt irgendwie noch ein Gutes abzugewinnen, wir leben offenkundig in sehr historischen Zeiten. All das wissen wir aber nicht erst seit gestern. Also gerade wenn es um das Aussterben von Tierarten geht, ne, möchte ich nur in einer kleinen Fußnote an Rachel Carsons Silent Spring erinnern. Das war 1962. Das Buch war ein Initialpunkt für zahlreiche Umweltbewegungen weltweit, die im Grunde genommen das Aussterben von Singvögeln, ne, Silent Spring, der verstummende Frühling, das Aussterben von Singvögeln thematisiert und problematisiert hat. Und da drin liegt eine große Gefahr. Das war 1962, das heißt, meine Eltern konnten zu dem Zeitpunkt vielleicht so gerade aufrecht stehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sich nicht noch krabbelnd fortbewegt haben. In jedem Fall sind die schon in eine Welt hineingeboren, in der der Frühling zunehmend spürbar verstummte. Das heißt, meine Generation und all die nachgeborenen Generationen werden in eine Welt hineingeboren, in der solche Erfahrungshorizonte überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen und insofern auch nicht als ein Mangel empfunden werden können und darüber eben auch nicht problematisiert werden können. Desto wichtiger ist eine historische Bildung auch im Kontext ökologischer Krisen. Die globale Ernährungswirtschaft können wir verstehen als eine Wertschöpfungskette aus Erzeugerinnen und Erzeugern, solchen Akteurinnen und Akteuren, die die Erzeugnisse weiterverarbeiten, die sie veredeln, die sie vertreiben und schlussendlich zubereiten und verzehren. Innerhalb von dieser Wertschöpfungskette, habe ich gerade eben gesagt, findet entweder eine aktive Vernichtung von Tierarten und Pflanzensorten statt oder aber es wird beiläufig akzeptiert und hingenommen, dass das so ist. Selbstverständlich sage ich damit nicht, dass wir es dann mit schlechten Menschen zu tun hätten, sondern ich problematisiere eine Praxis. Ich problematisiere eine Praxis, die das auch nicht so nennt, sondern die dafür andere Namen gefunden hat. Die Rede ist dann beispielsweise vom Einsatz von Herbiziden, von Pestiziden, von Insektiziden, wo einerseits gezielt Tierarten, Pflanzensorten, vor allen Dingen dann eben Insekten, beziehungsweise Schädlingsbefall bekämpft werden soll, auf der anderen Seite aber eben auch akzeptiert und hingenommen wird, was das für die nahestehende Flora und Fauna bedeutet. Also was das für Vögel, für Mäuse, für all die Tiere, die eben dort im Umkreis dieser landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihr Unwesen treiben, was das für die bedeutet. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, und das klang vorhin schon mal kurz an, als ich von den Ernährungsgewohnheiten gesprochen habe und den standardisierten Agrarrohstoffen gesprochen habe, haben wir es in der Ernährungswirtschaft zu tun mit einem Feld wirtschaftlicher Produkte, die in einem immens hohem Grade standardisiert sind. Ein schneller Vergleich, um den hohen Grad an Standardisierung innerhalb des globalen Ernährungssystems einschätzen zu können. Wenn sämtliche Pflanzensorten, die heute noch zu Ernährungszwecken kultiviert werden, beschrieben werden zu gleichen Teilen in diesen 30 Bänden, dann wären die Hauptbeiträge zur Ernährung hier beschrieben. Und zwei Drittel der globalen Ernährung wäre zurückzuführen auf Pflanzensorten, die beschrieben sind auf diesen ersten 18 Seiten. Dieser immens hohe Grad an Standardisierung innerhalb des globalen Ernährungssystems führt nicht nur zu Störanfälligkeiten darüber, dass in Bernd Castel-Coues
in Sao Paulo und Russland, genauso wie in China, Afrika, den USA und sonst wo in Europa dasselbe Getreide und dasselbe Normhähnchen erzeugt und angebaut werden. Es führt auch zu materialisierten Herrschaftsstrukturen, zu institutionalisierten Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen, gerade an den Stellen, an denen wir über Grundnahrungsmittel reden, weil an den Stellen häufig sogenanntes hybrides Saatgut zum Einsatz kommt. Das ist Saatgut, bei dem der Selbstbefruchter kastriert wurde. Das heißt, es handelt sich um Saatgut, das jedes Jahr erneut bezogen werden muss, weil aus Altbeständen es nicht wieder nachwachsen kann. Wir haben es hier also zu tun mit Abhängigkeitsverhältnissen, die geschaffen werden zwischen einigen wenigen globalen Playern auf Konzernebene und all den regional tätigen Landwirtinnen und Landwirten auf der anderen Seite, die genötigt sind, jedes Jahr erneut eben ihr Saatgut zu beziehen von diesen Konzernen. Die Art, wie Saatgutzucht im Übrigen stattgefunden hat, lange Zeit stattgefunden hat, in Teilen heute immer noch stattfindet, ist für alle Freundinnen und Freunde da draußen von Superhelden-Comics, glaube ich, eine interessante Anekdote. Das findet nämlich statt durch Bestrahlung mit radioaktiven Isotopen und dann wird halt geschaut, kommt eine interessante Mutation dabei rum oder nicht. Und wenn nicht, wird halt weitergemacht. Mittlerweile ist das ein bisschen raffinierter durch so Gensequenzierungstechniken, CRISPR-Cas9 und ähnliche Geschichten. Kann man dort etwas gezielter zu Werke gehen und eben weil es raffinierter geworden ist, ist die Lobby selbstverständlich auch schon wieder aktiv und versucht, genau solche Verfahren nicht kennzeichnungspflichtig als genmanipuliertes Erzeugnis zu deklarieren. Heißt, dass diese Session oder vielmehr diese Aneinanderreihung von Sessions, die wir jetzt haben, dieser Teil unserer Ringvorlesung überschrieben ist mit globalen und lokalen Praktiken, ist leider ausgesprochen wahr, auch wenn es eine traurige Wahrheit ist. Denn hier werden auf globaler Ebene Abhängigkeiten ins Lokale erzeugt durch eben diesen hohen Grad an Standardisierung, der dann wieder als Nebeneffekt all die Anfälligkeiten, all die Folgesfolgen in Bezug auf nahestehende Flora und Fauna haben, wie ich sie vorhin zumindest schon begonnen habe zu skizzieren. Wer in diesem Thema irgendwie weiter einsteigen will, kann da gerne mal einen Blick nach Oldenburg werfen. Eine ehemalige Kollegin von mir, Stefanie Sievers-Glotzbach, die hat dort eine Nachwuchsgruppe, die Right Seeds heißt die, die sich mit so freiem, offenem Saatgut gewissermaßen, Open Source könnte man einen Vergleich ziehen, die sich mit freiem Saatgut beschäftigt und dort eben mit so Banken, wo das eben bezogen werden kann, also wo dann so regionale Sorten vorgehalten werden, wo regionale Sorten kultiviert werden, erhalten werden und wer da tiefer einsteigen will, der kann das dort bei Stefanie Sievers-Glotzbach einfach mal tun. Globale Ungerechtigkeiten und Klimakrise hängen also eng miteinander zusammen und es ist beides das Resultat einer performativ gewordenen ökonomischen Theorie und zwar einer spezifischen ökonomischen Theorie, nämlich einer solchen, die von homogenen Gütern spricht, einer ökonomischen Theorie, der es völlig egal ist, wie so ein Apfel angebaut wurde und wo er angebaut wurde, wie die Konsistenz ist, welche Nährstoffe er beinhaltet, wie er schmeckt, wofür ich ihn verwenden kann. All diese Dinge tauchen dort nicht auf. Und wenn diese Form von ökonomischer Theorie praktische Wirkung entfaltet, also sich als eine gesellschaftliche Vorstellung davon, was selbstverständlich, weil mit wissenschaftlicher Autorität vorgetragen, Wirtschaft zu sein habe, wenn eine solche Vorstellung Platz greift, dann entsteht genau das. Einheitsobst. Interessanterweise fällt uns das kaum mehr auf. Über 2000 Apfelsorten gibt es noch gegenwärtig, werden kultiviert, werden angebaut, könnte man je nach Sorte, je nach Region, je nach regionalspezifischen Erfordernissen noch immer beziehen. In den einschlägigen Supermarktketten liegen das gesamte Jahr über verfügbar Äpfel, die auf 3 bis 5 Grundsorten zurückzuführen sind. Einen davon halte ich in der Hand. Und 2 weitere davon habe ich in umliegenden Supermärkten heute gekauft.
Und einfach nur, weil ich Lust drauf hatte, aus Jux und Dollerei, habe ich mir den Spaß erlaubt, etwas zu tun. Und da möchte ich euch gerne dran teilhaben lassen, weil ich selbst nicht damit gerechnet habe, dass dieses Ergebnis dabei rumkommt. Ich habe mir den Spaß erlaubt, die Äpfel zu wiegen, mit dem folgenden Ergebnis. Tja, das ist akkurat, oder? Eine Ernährungswende kann also nicht auf den Weg kommen, indem wir in erster Linie beim Konsum ansetzen, sondern wir müssen hier die Erzeugung von Nahrungsmitteln in den Blick nehmen, danach fragen, welche Nahrungsmittel denn dort eigentlich erzeugt werden, wie sie erzeugt werden, also unter welchen Bedingungen sie erzeugt werden, wie es um die konkrete Anbaupraxis bestellt ist. Und dort blicken wir zurück auf eine Entwicklung der vergangenen 50 Jahre, die eine weitere Intensivierung von industriellem Plantagenobstbau forciert hat. Das heißt, wer auch immer glaubt, dass das Obst, das es im Supermarkt zu kaufen gibt, also in diesem Fall die Äpfel, an einem Baum wie diesem hier gewachsen sind, so leid es mir tut, die oder der irrt gewaltig. Nein, das Obst, also die Äpfel in diesem Fall, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, die sind nicht an einem Baum gewachsen wie diesem hier, also ganz charakteristisch in der Mitte ein dicker Stamm und obendrauf eine Krone. Nein, das Obst aus dem Supermarkt ist an Hecken gewachsen, an Obsthecken gewachsen. Die sehen beispielsweise so aus. Das ist eine Aufnahme, die ich gemeinsam mit Martin Bade, da werde ich nachher noch mal näher drauf eingehen, wer das eigentlich ist, für ein gemeinsames Buchprojekt einmal gemacht habe. Wir befinden uns hier im Süden Hamburgs und sind auf einer solchen Obstplantage. Und das, was wir hier sehen, sind sogenannte Spindelbüsche. An solchen Spindelbüschen wächst das Obst, wachsen die Äpfel, die es vor allen Dingen im Supermarkt zu kaufen gibt. Und da darf man sich jetzt nicht irritieren lassen. Der Spindelbusch an sich ist nicht das hier. Das hier ist ein Pflock, an dem er angebunden ist. Der Spindelbusch selbst sind diese kleinen Sträucher hier. Die sind in etwa hüfthoch. Ihr seht das schon, ein ganz dünner Stamm nur. Wenige Zentimeter im Durchmesser, ungefähr hüfthoch und in ausgesprochen überschaubar engen Abständen gepflanzt. Das sind so 80 Zentimeter ungefähr, in denen diese Sträucher auseinander gepflanzt sind. Wir können erkennen, es gibt keine Krone im Sinne eines tatsächlichen Baums, ein dicker Stamm, obendrauf eine Krone, sondern eher wie bei einem Strauch, dass die Äste an den Seiten abstehen. Die Fruchtäste selbst, das können wir hier rechts ganz gut sehen, die sind marionettengleich an Fäden geknüpft. Das ist genauso wie die dicken Pflöcke, die daneben stehen, dem Umstand geschuldet, dass diese Spindelbüsche eine sehr schwach wachsende Unterlage haben, wie es im Fachjargon heißt. Das bedeutet da, sie entwickeln kein sonderlich großes Wurzelwerk. Das heißt, sie können von allein nicht stehen. Und die Äste sind so dünn, dass sie das Obst dran selbst nicht tragen könnten. Sie würden zusammenbrechen. Das heißt, sie brauchen hier diese künstliche Unterstützung, damit sie überhaupt die Äpfel tragen können. Was wir ebenfalls auf dem Foto gut erkennen können, ist, dass der Boden unmittelbar unter den Bäumen so mittelmäßig lebendig aussieht. Wir haben es hier zu tun mit einem Boden, der so aussieht, wie er aussieht, weil diese Spindelbüsche so gepflanzt sind, wie sie gepflanzt sind, nämlich dicht an dicht als Hecke. Das heißt, sobald es regnet, für all diejenigen, denen das nicht so ganz geläufig ist, im Nordwesten Deutschlands, gerade so in Hamburg, da regnet es durchaus mal ein bisschen. Also sobald es feucht wird,
können diese Sträucher von dem Wind allein gar nicht mehr trocknen, weil sie so eng stehen. Das heißt, sobald es regnet, es ist Pilzbefall im Grunde genommen vorprogrammiert. Das heißt, allein durch die Art der Anpflanzung als Hecke entsteht das Erfordernis, hier mit Giftstoffen dem Ganzen zu Leibe zu rücken. Und was wir da unten eben sehen, am Fuße der Spindelbüsche, ist schlicht und ergreifend totgespritzter Boden durch entsprechende Pestizide, Herbizide, Insektizideinsatz. Wir stellen fest, es handelt sich keineswegs um einen Ort, der zum Verweilen einlädt. An solchen Büschen, wie gesagt, wachsen hochindustriell gezüchtet diejenigen Äpfel, die es heute vor allen Dingen im Supermarkt zu kaufen gibt, das gesamte Jahr über. Und wir können über diese Anbaupraxis unseren Problembefund, also was genau eigentlich das Problematische an dieser Art des Anbaus ist, etwas weiter differenzieren. Es geht hier also nicht nur ausschließlich um eine Homogenisierung von Nahrungsmitteln, sondern es geht immer auch um Insektensterben. Es geht um Formen der Vergiftung von Böden. Das sickert ins Grundwasser über. Ihr kennt die Diskurse dazu mit Sicherheit. Jenseits davon passiert noch viel mehr. Nahestehende Flora und Fauna habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Wenn keine Insekten weder auf noch unter noch neben diesen Spindelbüschen zu finden sind, braucht es nicht viel Vorstellungskraft dafür, dass es auch wenig Vögel gibt, wenig Mäuse und dergleichen mehr. Das heißt, dieser Boden ist tot, weil es auch keinerlei Insekten gibt, die in diesem Boden noch leben würden. Das heißt auch, dass keinerlei Sauerstoff mehr in diesen Boden kommt, was dazu führt, dass der Boden immer weiter verdichtet wird. Er wird immer fester von der Konsistenz her. Und das wiederum führt dann eben zu so einer Versiegelung, die dann wieder problematisch wird, denn sobald es anfängt zu regnen, kann das Wasser wieder nicht versickern, sondern bleibt oberflächlich, fließt ab und führt dann an anderen Stellen zu Überschwemmungen, spült Gülle von Feldern runter und dergleichen mehr. Das heißt, wir haben es zu tun auch mit Formen der Verschmutzung durch Düngenutzung und wir haben es auch zu tun mit der Zerstörung von Kultur- und Lebensräumen. Also solche Obstplantagen nehmen im Grunde genommen Raum von dieser Erde runter. Da kann nichts anderes mehr stattfinden. Da kann nur noch diese Art von intensiv Plantagenobstbau stattfinden. Da gibt es keine Möglichkeit für Naturerfahrung, es gibt keine Möglichkeit, Ausflüge dorthin zu machen oder sonst irgendwie etwas. Das ist Raum, der ist nur noch für diese Produktion von Hochleistungsspindelbüschen gedacht. Diese Dichtpflanzung ermöglicht es, dass über 4000 Bäume pro Hektar gepflanzt werden können. Also Bäume in Anführungsstrichen, ne, diese Spindelbüsche. 4000 Bäume pro Hektar können gepflanzt werden. Entsprechend hohe Erträge können darüber realisiert werden. Und diese Erträge sind auch innerhalb von wenigen Jahren schon möglich. Das heißt, es ist nicht so, wie das bei einem Apfelbaum mit Hochstamm, also mit so einer Krone obendrauf ist, der erstmal wachsen muss, verständlicherweise, nicht wahr? Sondern innerhalb sehr kurzer Zeit tragen diese Spindelbüsche ihr erstes Obst und stehen auch dann schon im Vollertrag. Und die Erzeugnisse selbst, die werden auch ebenfalls anders als bei Hochstämmen bis zur Rodung jährlich erzielt. Bei anderen, also bei hochstämmigen Bäumen, ist es so, dass es ganz ähnlich wie bei Menschen auch im Laufe eines Lebens unterschiedlich, es zu unterschiedlicher Produktivität auch in Bezug auf die Obstproduktion hinausläuft. So, das heißt, auf solchen Plantagen findet der Intensivobstbau statt. Und da reden wir nicht darüber, dass man
irgendwo im Hinterhof eine kleine Hecke gepflanzt hat. Nein, diese Obstplantagen sind wirklich hektargroß. Wenn wir uns das ganz konkret anschauen wollen, in diesem Fall eben im Süden von Hamburg, im sogenannten Alten Land, wenn wir da einen Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir das, also hier links der Elbe, diese gesamten blau straffierten Abwasser- und Bewässerungsgräben, die dort angelegt sind, wie mit dem Lineal gezogen, das sind die Plantagen. Das ist zugegebenermaßen nicht alles Äpfel, da sind auch Erdbeeren und andere Dinge dabei, aber so sieht es aus, wenn großflächig Lebensraum nicht mehr zur Verfügung steht, sondern eben für den Anbau von Monokulturen mehr oder weniger in Beschlag genommen wird. So what könnte man jetzt einwenden? Dafür haben wir tolles Obst und auch jede Menge davon. Dieser letzte Punkt stimmt durchaus, wir haben jede Menge davon. Inwieweit es sich um tolles Obst handelt, da müssen wir dann mal über Qualitäten reden und über normative Maßstäbe. Und wenn wir das tun, wird schnell augenscheinlich, dass durch diese Industrialisierung innerhalb der Land- und Ernährungswirtschaft viele ernährungsbezogene Qualitäten, was Nährstoffe anbetrifft, was Vitamine anbetrifft und dergleichen mehr, verdrängt werden durch solche, die sich nur noch auf die Art der Erzeugung beziehen, also dass beispielsweise eine Druckstellenunempfindlichkeit besonders wichtiger Punkt wird für die Wahl der jeweiligen Sorte. Und dafür wiederum werden den Lebensmitteln ganz gezielt Merkmale weggezüchtet, was selbstredend auch nur wieder eine andere Formulierung für eine Vernichtung von Biodiversität darstellt. Mit anderen Worten, in der heutigen Session haben wir auch ein kleines bisschen praktische Lebenshilfe mit dabei in Bezug auf die Bräunung von Äpfeln. Also wenn man sie aufschneidet, kann man bei manchen Sorten eine Bräunung erkennen und bei anderen nicht. Auch dabei handelt es sich um Merkmale, die ganz gezielt weggezüchtet wurden, in dem Fall einfach aus, man könnte sagen, vulgär-ästhetischen Gründen, weil es als unappetitlich betrachtet wird. Dabei ist diese Bräunung nichts weiter als Ausdruck von Polyphenolen im Apfel, die eine sehr stark antioxidative Wirkung haben, beispielsweise in der Krebstherapie eingesetzt werden. Hier also Merkmale weggezüchtet wurden, die an und für sich bewahrenswert waren zur Realisierung von einem äußerlich vermeintlich makellosen Bild. An dieser Stelle ist ein guter Punkt, um die Gedanken nochmal rückzubinden an meine Session innerhalb der letzten Ringvorlesung, die wir gemacht haben. Wir haben im Sommersemester 2020 an der Cosanus eine Ringvorlesung gehabt zur politischen Ökonomie der Corona-Krise und da habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Birkner eine Vorlesung gegeben, wo es darum ging, dass Unternehmungen reflektiert werden sollten, als sowohl Produkt wie auch Produktion von Kultur. Dass also Unternehmensstrategien kaum was anderes sind als kulturelle Bildungsangebote. Dass durch das, was Unternehmen tun und die Art, wie sie es tun, bestimmte kulturelle Arrangements möglich werden, reproduziert werden, in Wert gesetzt werden und andere eben nicht. Wer da noch mal tiefer einsteigen möchte, sollte auf jeden Fall den YouTube-Kanal unserer Hochschule mal kurz ansteuern. Da gibt es neben diesen auch noch viele weitere spannende Videos. Heißt, kulturelle Bildungsangebote, dass man Bräunung von Äpfeln einschätzen kann, dass man Unterschiede geschmacklicher Art auch von der Konsistenz her, von taktilen Reizen und Ähnlichem, dass man in der Lage ist, es sinnlich zu erfassen, diese Vielfalt, ist etwas, was eng verbunden ist mit Unternehmensstrategien, die das eine ermöglichen, das andere eben nicht. Und zugleich, wenn wir sagen, beste aller Äpfel, auch das stimmt insoweit nicht, als durch diese starke Überzüchtung auf einige wenige Sorten, auch die Zahl derjenigen Menschen gestiegen ist, die an Apfelallergien leiden, wo es dann also im Mundaußenbereich zu so Reizungen kommt oder Jucken im Mund, im Rachenraum bis hin zur Atemnot. Und das ist im Wesentlichen zurückzuführen
auf die Sorte Golden Delicious, die im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert mehr oder weniger als Zufallsfund damals in West Virginia entdeckt wurde, 1905 als Marke registriert wurde. Ja, solche Apfelsorten werden tatsächlich als Marke registriert. Das war oder es ist eine Sorte, die sich eben durch einen besonders gleichmäßigen und damit auch gut planbaren Ertrag auszeichnet. Für alle Betriebswirtinnen und Betriebswirte ist das eine wichtige Dimension. Diese Sorte benötigt jedoch zugleich einen sehr starken Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, da sich sonst im Schorf, Berostung, Schalenbräunen und ähnliches als Lagerschaden bildet. Aus diesem Apfel wurden dann viele der heute im Supermarkt gängigen Modesorten, sowas wie Gala, Pinova oder Junagold, die ihr vermutlich alle kennt, die wurden daraus gezüchtet. Bei älteren Apfelsorten treten diese apfelallergischen Reaktionen nicht ein. Das heißt, auch hier haben wir erneut eine Pfadabhängigkeit, die gerade nicht in Richtung von mehr Resilienz und Nachhaltigkeit führt, sondern in ungefähr die entgegengesetzte Richtung. Widerstandskraft, Resilienz braucht sozial-ökologische Vielfalt auf dem Acker, ja, aber damit eben eng verbunden immer auch in Bezug auf die Anbaupraxis. Das heißt, wenn wir über Wirtschaft reden und jetzt diese Überlegungen ein bisschen stärker verallgemeinern wollen, dann ist ein wichtiger Befund, dass Wirtschaft eben kein homogener Block ist. Es gibt Sonne und Sonne, jeder Jeck ist anders. Und das gilt eben auch für Unternehmen. Wenn wir da also uns überlegen wollen, was das jetzt für eine ökonomische Theorie im Anthropozän bedeutet, naja, dann im Wesentlichen, dass wir lernen müssen, dass Natur mehr ist als ein Ort der Ressourcenentnahme oder der Senke für Schadstoffe. Dass wir die Widersprüche in den Blick nehmen müssen, dass wir Natur anfangen müssen, politisch zu denken. Da könnten wir beispielsweise anschließen an all die Diskussionen zur politischen Ökologie. Damit verbunden ist dann am Ende eine Idee von Wirtschaft, die eben substanzieller ist als allokationseffizient. Also wo es darum geht, von Natur, von ihren Ambivalenzen, von den planetaren Belastungsgrenzen her eine Vorstellung zu entwickeln, was Wirtschaft bedeuten kann. Der Stoffwechsel, der organisierte Stoffwechsel mit der Natur muss zu einem begrifflichen Kern der ökonomischen Theorie im Anthropozän werden. Wagen wir einen kleinen Recap. Das Konzept der Performativität beschreibt die soziale Tatsache, dass Wissenschaft praktische Wirkung entfaltet, und zwar, ob wir das wollen oder nicht. Wissenschaft ist also keine unschuldige Beschreibung der Welt, sondern Wissenschaft wirkt auf den eigenen Erkenntnisgegenstand, in jedem Fall auf die gesellschaftliche Praxis, aus der sie hervorgeht und auf die sie sich bezieht. Im Feld der Ernährungswirtschaft zeigt sich diese Performativität auf eine doppelt problematische Art und Weise. Erstens durch eine starke Normierung von Pflanzensorten und auf der anderen Seite durch eine Anbaupraxis, die der Klimakrise weiter Vorschub leistet, in der Natur nicht mehr nur durch Technik erfahrbar wird, sondern in der Natur faktisch selbst zu einem Werk der Technik erstarrt. Im Kontext des Obstbaus können wir hier unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Gestalten, wenn ihr so wollt. In Anlehnung an den bekannten Western können wir auch hier von The Good, The Bad and The Ugly sprechen. The Ugly haben wir sehr ausführlich kennengelernt. Das ist die Variante mit Spindelbüschen, in denen ein Einheitsapfel angebaut wird, technisch verfügbar gehalten wird und unter massivem Pestizideinsatz erzeugt und vertrieben wird. The Bad wäre die Variante auf Nieder- oder auf Halbstämmen, wo wir nach wie vor über Einheitsäpfel reden, aber vielleicht bestenfalls über eine Anbaupraxis, die weniger starken Pestizideinsatz benötigt, die vielleicht sogar auf Bioqualität ist, aber eben immer noch ein normiertes Standardobst mit all den dahinterliegenden Problemlagen mit sich bringt. The Good, das ist dann die hoffnungsvolle Perspektive, wäre es, regionale Sorten so zu bewirtschaften, dass es nicht nur
nur um Obstbau geht, sondern eben auch Lebensraum erhalten wird, sozialökologische Vielfalt gefördert wird. Das heißt, nicht mehr nur kein Insektensterben stattfindet, sondern im Gegenteil sogar gefördert wird, dass Insekten, dass Käfer, dass Würmer, dass Kleintiere, dass Vögel und selbstverständlich auch Menschen diesen Raum als Lebens- und Kulturraum, als ein Raum der Naturerfahrung nutzen können. Dass das nicht einfach nur ein Hirngespinst ist oder einfach nur irgendeine sozialromantische Vorstellung, das habe ich zusammen mit Martin Bade einmal näher ausbuchstabiert. Wir haben da gemeinsam ein solches Buch geschrieben zur Streuobstwirtschaft und wer sich dafür interessiert, wie der Streuobstbau, das ist eine bestimmte Art von Obstbau, auf die ich gleich näher zu sprechen komme, wie die entstanden ist, wie die dann allerdings auch politisch unterdrückt und zum Verschwinden gebracht wurde. Wer sich dafür näher interessiert, für die Historie und für die Feinheiten, die Nuancen, die Herausforderungen in diesem Kontext, dem sei die Lektüre dieses Buches wärmstens ans Herz gelegt. Wenn unsere Vorstellungen von Wirtschaft gefangen bleiben in Begriffsidealen, in denen Natur gar nicht vorkommt, und diese Begriffsideale performativ werden, dann müssen wir ja nachgerade zwangsläufig gegen die Natur wirtschaften. Dass das momentan so stattfindet, belegt die Klimakrise. Dass das aber nicht ganz nötig ist, es auch anders gehen kann, das möchte ich jetzt im dritten und letzten Teil meiner Session hier zeigen. Und dafür wird es ein bisschen dynamischer. Ich mache mich jetzt auf den Weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hallo zurück. Ich bin auf einmal anderswo. Ich bin hier in der Nähe von Lübeck und möchte euch jetzt ein bisschen zeigen, dass Obstbau auch anders stattfinden kann. Und hier an meiner Seite, ist der Hammer, das ist Martin Bade. Von dem war vorhin schon mal kurz die Rede. Martin, ich grüße dich herzlich. Hallo, guten Tag. Martin Bade, wir haben uns kennengelernt über seine Promotion. Er hat über das promoviert, was wir euch jetzt hier gleich zeigen wollen. Und ja, ich mache mal hier so einen kleinen Rundumblick. Ich habe bereits in Aussicht gestellt, das, worum es gehen soll, Streuobstbau soll es sein. Und wenn wir jetzt mal hier so quer gucken, stellen wir schon fest, warum das so heißt. Ne? Irgendwie ist es alles verstreut. Als ich da gerade eben im alten Landmann schnell einen Blick gewagt habe, war das alles etwas akkurater, etwas geradliniger. Martin, Streuobst, was ist denn das? Streuobst heißt für uns erstmal Vielfalt, das heißt sowohl, dass sie nicht an einem Ort stehen, also ein Spalier und gerade ausgerichtet, sondern wirklich verstreut auf der Wiese. Und zwei ist aber, was man da auch mit verbinden kann, dass wir ganz klar sagen, dass wir unterschiedlichste Obst- und Obstsorten hier haben. Das ist zum Beispiel eine Quitte, eine Retzgebirnenquitte, die jetzt nicht mehr so. Die riecht zwar schön, aber die wollen wir aber nicht mehr verarbeiten. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Sorten auch hier. Das heißt, wenn wir erstmal von der Vielfalt sprechen, ist das sowohl von der Tiefe, von den Apfelsorten, die wir hier haben. Wir haben ungefähr 180, 200 Obstgehölze auf der Wiese. Das ist 2 Hektar groß. Diese hier haben 50 verschiedene Apfelsorten, ca. 25 verschiedene Birnensorten. Dass man dann auch einfach bei jeder Sorte die Eigenarten aufnimmt. Auch das ist für uns wiederum Vielfalt. Wir jetzt einmal mal gucken. Ich glaube, da müssen wir einen Baum nach drüben gehen. Entschuldigung, wenn ich da so wische. Das hier ist der Eiserapfel. Der Eiserapfel, nicht weil er irgendwie eisern aussieht, sondern das ist einfach ein Apfel, den die früher gebraucht haben. Wenn wir den Apfel, den der jetzt hier nicht mehr dranhängt, aufheben würden, dann würde der über ein Jahr, könnten wir den hinlegen, könnten den noch im nächsten Jahr essen. Das ist auch wiederum eine Vielfaltsperspektive, die wir hier haben. Lass uns noch mal einen Schritt zurückspringen. Was ich da vorhin auf dem Foto nur gezeigt habe, er sah ein bisschen anders aus. Was ist das hier? Hochstamm. Das ist so einer. Ne? Wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt 2012 reingekommen, also 8 Jahre ist der alt. Hinkt ein Stückchen hinterher. Hätten da
bestimmt was tun können, haben wir nicht. Wir stellen hier eher eine biologische Vielfalt her, sodass wir hier eigentlich schauen, wie kriegen wir in den ersten und den nächsten Jahren jetzt die Krone so weit ausgebildet, dass die Krone so weit stabil ist, dass der Baum nachher mit einem Kronendurchmesser von 7-8 Meter nachher stabil genug ist. 7-8 Meter? Das heißt, wenn wir die Krone sehen, die hat jetzt hier vielleicht einen Durchmesser von 1,5-1,3 Metern ungefähr. Wenn wir dann mal 5 raufnehmen, dann sind wir bei der Größe, die es braucht. Vielleicht einmal noch auf den Hochstamm zu kommen. Ungefähr auf 1,80 Meter Höhe, ein Stückchen niedriger, ein Stückchen höher, fangen die ersten Äste an. Deswegen Hochstamm, also es ist einfach hoch. Es gibt den Halbstamm, der hat so die Äste auf 1,20 Meter, 1,50 Meter Höhe. Den Niederstamm, das ist denn der, der so den ersten Ast auf so 30, 40 ungefähr hat. Und dann gibt es den Spindelbusch als wirklich Busch, das ist dann auch kein Baum mehr, der denn so ab 10 Zentimeter Höhe den ersten Baum hat. Wenn wir uns einfach da nochmal vor Augen führen, Hochstamm, eben diese besagten 7 Meter Krone, bei dem vielleicht später, dann kriegen wir natürlich nicht so viele Baumgehölze auf den Hektar, wie es der Spindelbusch kriegt. Um da einfach mal vor Augen zu führen, wir geben jedem Baum so zwischen 80 und 120 Quadratmetern. Das heißt, hängt vom Boden ab, hängt von der Sorte ab. Es gibt Apfelsorten hier im Kronen bis zu 12 Meter. Das ist enorm groß. Also wenn Sie davor stehen oder wenn ihr davor steht, wow, was ist das denn? Wie kriegt er das getragen? Wenn man es runterbricht, 80 bis 120 Quadratmeter pro Baum, sind wir also ungefähr so als Daumengröße bei 100 Bäumen pro Hektar. Ein Hektar, ihr wisst das alle, sind 10.000 Quadratmeter. Und wenn man das einfach mal umbricht auf den Spindelbusch, dann sind wir bei 3.500, 4.000 Spindelbüsche pro Quadratmeter. Ihr seht, da wird es enger, da sind die Heizgebühren nicht so groß, das steht man dichter zusammen. Hier ist es natürlich eine ganz andere Welt sozusagen. Du hast gesagt, Vielfalt fördern. Was steht denn hier alles so? Also Äpfel, ja, was noch? Was für Äpfel? Wie viele? Jetzt zum Beispiel hier, wir sprechen von Vielfalt. Also Vielfalt braucht aber manchmal auch das, dass wir einfach sagen, es muss den einen Baum vielfach geben. Das haben wir jetzt hier, den purpurroten Cousino zum Beispiel, wo wir 8 Obstgehölze in Abfolge stehen haben. Wir sind jetzt November, das heißt, der ist normal eigentlich so, dass er Anfang Oktober geerntet wird. Der Baum wird nicht sehr, der Apfel wird nicht sehr groß. Das sind die kleinen roten Äpfel, so die Hälfte von dem, was man vielleicht als proportional schön großen Apfel sehen würde. Die waren früher so, dass sie dann im Dezember wiederum aus der Kellerlagerung geholt worden sind und die dann an den Baum gehängt worden sind. Das heißt, die Kinder bekamen ja früher auch Äpfel und hier bekommen anscheinend nicht nur die Kinder Äpfel, sondern hier bekommt auch das Wild Äpfel, wie man hier sieht. Also nochmal einen Eindruck zu bekommen, an den Baum würden wir die jetzt nicht mehr hängen, aber man sieht auch hier, um den Punkt Vielfalt zu sagen, da bin ich heute früher aufgestanden und aß die auf, sondern hier kommen ganz viele Tierarten, die sich daraus bedienen. Und wir sind erstaunt, wie viele Arten es gibt und sonst was, gerade wenn man so liegende Äpfel sieht. Vielfalt, also in vielster, auch hier wieder in der Vielfalt dargestellt. Wir haben hier den purpurroten Cousino. Erwähnt haben wir ungefähr 50 verschiedene Apfelsorten hier auf der Wiese. Was steht hier noch für Obst? Wir haben zum Beispiel eine Reniklode hier drüben stehen. Reniklode ist eine Frucht, die man sich so vorstellen muss zwischen Mirabelle und Pflaume. Die Frucht selber ist so circa 1,5 mal 2 mal so groß wie die Pflaume selber und ist ins Grünliche gehend und schmeckt sehr süß, sehr, sehr schön. Der Erntepunkt ist so, dass wir nicht auf den Tag genau zu ernten brauchen. Das heißt, hier der Baum, auch als Hochstamm angebaut, den haben wir so 3 Wochen die Chance zu beernten.
vielleicht die Krone mal so abfilmen, einmal ein Gefühl zu bekommen. Das, was wir hier von so einem Baum, der auch vor 8 Jahren die Erde kam, ernten, ist ungefähr so 30 Kilo ungefähr. Und wenn der jetzt mit seiner Krone größer wird, diese Pflaumenarten, die gehen mehr auch nach oben, auch die Reniklode gehört zu den Pflaumen, da müssen wir natürlich Geräte haben, die nicht auf Pflückhöhe sind, sondern wir müssen dementsprechend höher steigen. Das scheint mir ohnehin wichtiger Punkt zu sein mit dem Erntezeitpunkt. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, alles so auf Schulterhöhe, Kopfhöhe, Pflückhöhe auf jeden Fall, Mann und Frau hoch und das Ganze dann als Spaliere, da kann ich gut durchfahren, mit dem Trecker links und rechts schön ernten. Das ist hier mit unterschiedlichen Gehölzen, unterschiedliche Obstarten, Obstsorten, unterschiedliche Kräuternüsse. Können wir gleich da hinten auch nochmal eine kleine Runde drehen. Ist das anders, ne? Unterschiedliche Erntezeitpunkte, unterschiedliche Schnittmaßnahmen, die erforderlich sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie organisierst du das? Ich glaube, erstmal muss jedes dieser ausgesprochenen Dimensionen ernst nehmen und sagen, was steckt da eigentlich hinter Schnittmaßnahmen? Da können wir wiederum ein eigenes Buch zu schreiben. Da haben sich schon viele was zu überlegt. Erntemaßnahmen auch. Jetzt muss man auch schauen, wenn man das als Betriebswirt sich anschaut, dass man sagt, man kann die Wiese anlegen, man muss sie pflegen, sodass der Jungbaum irgendwann groß wird. Dann muss man die nächste Phase gehen. Das heißt, dass die Bäume so eine Größe bekommen, dass sie produktiv werden. Und dann müssen wir natürlich uns die Veredelung der Produkte anschauen und aber auch, wie sieht es mit dem Vertriebswegen aus. Wer jetzt eben den Überblick behalten hat, ich habe von 5 verschiedenen Einzelstufen gesprochen. Und der 5. Punkt hat wesentlichen Einfluss darauf, wann ich ernten will, wofür ich ernten will. Wir beliefern sehr stark die Bioläden hier in der Region, sodass wir da einfach sagen, die stellen sich auf uns ein. Wir haben mit denen den Deal, dass wir die Produkte anbringen, die alten Produkte wieder abholen, die nicht verkaufsfähig mehr sind. Und können sehr schön Einfluss nehmen, denn das, was denn gut ist, bieten wir auch an. Das heißt, wir bekommen nicht eine Bestellung über liefer mal 40 Kilo Phenicloden, sondern wir sagen, Mensch, wir haben gerade das. Und wir können in dem Verkaufsraum auch frei agieren. Das heißt, wir haben mit denen eine ganz andere Art des Verfahrens, was auch wiederum mit Vielfalt zu tun hat. Unwegsames Gelände hier. Erzähl mir was. Wir legen ganz viele Totholzhecken bei uns in der Nähe von Knicks an, weil wir sagen, wir müssen irgendwie so diese biologische Vielfalt erstmal herstellen und wir profitieren extrem davon. Das heißt, wir brauchen unsere Obstgehölze überhaupt nicht spritzen, wir machen da nichts. Sind natürlich dann verschieden groß, verschieden klein, sind nicht ganz so ausgeformt gegebenenfalls, die Äpfel auch. Das sorgt aber dafür, dass wir die ganzen Tierarten und guten Begleiter der Wiese hiermit haben, die dafür sorgen, dass hier so ein biologisches Gleichgewicht hergestellt wird. Jetzt nochmal zurück zur Spindelbuschanlage. 3.500, 4.000 Spindelbüsche auf einem Hektar gegenüber 100 Bäume. Das heißt, der Abstand ist größer, die Pilzgefahr ist nicht so groß, dass sie einfach übertragen wird bei Regen, wenn es nicht so trocken wird. Und wenn wir zudem dann diese biologische Vielfalt herstellen. Und die wird über sowas sehr gut hergestellt. Ich glaube, jedem von uns ist bewusst, dass irgendwie in so Totholzhecken ganz gerne Igel leben, ganz viele Käferarten. Hier haben wir ganz viele Vogelarten, die ihr zu Hause hier finden. Und für uns hat das noch eine andere Dimension der Vielfalt. Wir arbeiten hier in Projekten zusammen, wo wir Schülerinnen und Schülern eigentlich Aufgaben geben. Sie sollen nicht produktiv werden, sondern sie sollen eigentlich erleben, erfahren. Und einen Totholzhecke anlegen kann jeder. Und das hilft extrem, weil man dann auch abends sieht, was man tut oder nicht tut. Nochmal zurückgesprungen. Das heißt, anders als das in der intensiven Variante ist es in der extensiven. Ich meine, wir können hier ja auch mal eben über den Boden reden. Ich habe
im ersten Teil der Session so ein bisschen flapsig, als ich das Foto vom alten Land gezeigt habe, gesagt, es sei kein Ort, der zum Verweilen einlädt. Hier findet noch was anderes statt, außer Obstbau. Ja. Können wir das auf diesen Nenner bringen? Ja. Hier sehen wir ganz viele Ampferarten. Hier sehen wir, weil es ein relativ feuchter Standort ist, viele Arten, die man sonst so Schilfarten nennt, wenn wir auf verschiedenen, ich bin ja gerade auf der Suche nach, da stößt nämlich die Digitalisierung an ihre Grenzen. Wenn wir nämlich dran riechen, dann haben wir diesen Minzgeschmack sehr im Kopf. Das heißt, ganz viele Sorten, Arten von Gräsern befinden sich hier. Das heißt, gerade diese Grasarten, die wir hier haben, sorgen dafür, dass der Boden entsprechend gut bearbeitet wird. Wir sorgen hierfür, und vielleicht kann ich mal hier drauf gehen. Hier ist das so, dass der Baum kam im vorigen Jahr in die Erde. Das heißt, obwohl es dieses Jahr so trocken war, einen ganz, ganz guten Austrieb gehabt. Jetzt sehen wir aber hier, dass es doch schon sehr, sehr eng geworden ist. Das werden wir so tun, dass wir jetzt im nächsten Frühjahr hingehen mit einem Gerät, das heißt Urna, das heißt, wir fahren damit ran. Es hat so eine Drehbewegung. Diese Drehbewegung sorgt dafür, dass das Gras in der obersten Schicht abgehauen wird und dass die Erde erstmal vorübergehend braun wird. Wir sind nicht unbedingt für braune Erde, aber wir sagen, dann kann der Druck von außen ist dann nicht mehr so groß, dass die eigenen Wurzeln erstmal groß werden. Was wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, ist, braun ist auch doof, ist eh doof, aber wir machen das so, dass wir hier kleinere Kräuter und Grasarten haben, die nicht so tiefgehende Wurzeln haben, die dann wiederum dafür sorgen, dass der Boden an Vitalität gewinnt, ja, und dementsprechend der Baum auch schnell und gut groß wird. Wir hatten in unserem Buch öfter mal von dieser Etagennutzung gesprochen oder vielmehr geschrieben. Was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Also, was sind hier Etagen? Wie? Ja, bleiben wir doch vielleicht an dem Baum hier stehen. Das Gras darunter, ich glaube, sehr, sehr schön zu sehen. Wir sind ein Biobetrieb. Das Gras bei uns wird natürlich zu Heu verarbeitet. Das heißt, das Gras findet ganz viele, die es haben wollen. Das heißt, gerade es ist ein sehr hochwertiges Gras, was nicht gespritzt wird. Und das wird sehr gerne genommen. Punkt. Das heißt, wir haben da erstmal eine Option, auch in Ertragsquellen zu erschließen. Der Boden, dadurch, dass wir den auch nicht sprühen, hat natürlich dann wiederum viele Tierarten, die wir benötigen, damit wir wieder diesen biologisches Gleichgewicht haben. Und wenn wir jetzt an dem Stamm hochgehen, an dem Stamm werden wir noch nichts sehen, aber wenn wir auf der biologischen Vielfalt sind, wenn der Baumstamm nachher mal so groß ist, ein Astloch, was hier noch so klein ist, nachher vielleicht so groß wird, dann haben wir da auch wiederum viele Tierarten in dem Astloch drin wohnen, ohne dass der Baum in irgendeiner Form einer Gefahr unterliegt, dass das der nicht groß wird oder nicht stark trägt. Und dann haben wir natürlich den oberen Kronenpart, von dem wir gesprochen hatten, wo sich viele Tierarten drin finden und wir natürlich irgendwann davon uns versprechen, dass auch an dem Baum, der jetzt im Herbst nicht mehr ganz so hübsch aussieht, irgendwann viel Frucht dran hängt. Diese Wiese, die ihr jetzt, wann habt ihr die angelegt? 2012. 2012. Wenn die im Vollertrag stehen, diese Bäume, kommt man vermutlich trockenen Fußes bei Regen über diese Wiese, oder? Geschlossenes Kronendach? Ja, das ist genau das. Also wir haben schon das Know-how dahingehend auch gehabt, auch vor 8 Jahren schon, dass wir gewusst haben, welcher Baum welche Krone hat bei welchem Boden. Sodass wir immer im Endeffekt so 1-2 Meter Abstand auch bei vollen Kronen haben werden zwischen den Bäumen später. Das heißt, wir müssen bei Regen hüpfen. Okay, gut. Müssen wir, genau.
heißt für sie aber auch, dass wir das zwar schon relativ dicht haben und hat auch festgestellt, dass sich die Temperatur dadurch extrem absenkt, wenn wir also Juni, Juli, August haben, wenn wir jetzt auch sagen, es wird sich vom Klima andere Verschiedenes tun, sorgt das dafür, dass der Boden auch nicht so aufgeheizt wird. Und wir sind natürlich dran, jetzt in 2-3 Jahren auch zu schauen, was können wir zudem auf dem Boden tun. Hühnerhaltung zum Beispiel ist ein Aspekt, der hier sehr gut gehen würde, wo wir einfach sagen, der Habicht kommt nachher nicht mehr so gut durch. Und wir können hier auf, finde ich, sehr gesunde Art Hühner halten. Das wäre was, was uns auf Sicht gesehen auch noch Spaß bringen würde. Martin, ihr habt eine Achterbahn hier auf der Streuobstwiese oder was ist los? In dem Fall so gut wie. Und wir haben ein Spezialgerät aus Südtirol. Das ist eine Stiege, die wir vor 3 Jahren gekauft haben, wo wir 8 Stunden lang bequem von arbeiten können. Ich weiß nicht, wie viele von euch da schon mal so drauf gestanden haben. Normal ist das so, dass die Trittbreite so ist und man spätestens, wenn man dennoch Äpfel erntet, vielleicht 40 Kilo Gewicht drauf hat, das nicht hinbekommt, da über eine Stunde sinnvoll drauf zu arbeiten. Durch die Trittbreiten, durch die Spitze, durch das Aluminium ist das für uns überhaupt kein Problem, auf relativ hohe Höhen zu kommen. Sodass für diese hat jetzt, glaube ich, 4,30 Meter. Wenn das jetzt ein Baum wäre, der auf 7 Meter hochgehen würde, hätten wir hier die Chance, sogar mit auf die Stufe oder auf die Vorstufe zu kommen und wären dann auf eine Griffhöhe von 5,80 Meter, sodass wir da auch bei hohen Birnenbäumen schon an die sehr gute Frucht drankommen würden. Wegkommt von dem händischen Pflücken, was wir mehr denn für den Frischobstverkauf haben, sind wir so, dass wir jetzt mehr und mehr auch in die nächste Form der Professionalisierung gehen. Wir schauen nach, wie können wir eigentlich durch Obst Lesemaschinen, das heißt Maschinen, die langfahren wie ein überproportionaler Rasenmäher, der vorne so eine Aufhebefunktion hat, der hebt die Frucht vom Boden auf, mit 4, 5, 6 km/h rumfahren und können dann im Endeffekt das Obst aufheben. Hat den Vorteil, wir haben so ungefähr 1300, 1400 Hochstämme, dass wir dann auch das Obst früher aufgehoben bekommen. Das heißt, wir können schnell mal rumfahren, das Obst aufheben und hätten eigentlich die Erträge, die verwertbaren Erträge gehen für uns dadurch dramatisch hoch. Es ist Arbeit, ne? Das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Punkt. Also das ist eben nicht nur Bäume pflanzen und gut ist, sondern Streuobstwiesen, auch wenn hier sozial-ökologische Vielfalt anders gefördert wird als beispielsweise im Intensivobstbau, haben wir es eben doch zu tun mit einem Kulturgut. Ne? Es macht Arbeit. Es macht verdammt viel Arbeit. Und gerade wenn man sieht, wenn es jetzt trocken war, in den letzten 2-3 Jahren war es sehr, sehr trocken, sodass wir dann mit einem Gießwagen zum Beispiel rumfuhren, von Baum zu Baum fuhren, um den zu gießen. Jetzt kann man sich kurz ausrechnen, 1300 Obstgehölze gießen, da ist man schon 1,5 bis 2 Minuten dran und das ist natürlich echt Arbeit, die fängt morgens um 4 an und geht dann abends wieder los, wenn es die Wärme wieder abgenommen hat, um 8 Uhr bis 24 Uhr. Also man ist dran und bis ein Baum groß ist, wir können ja mal an den einer, das ist der Holsteiner Cox hier vorne, Holsteiner Cox. Das ist ein super hübscher Apfel, jetzt eigentlich sehr groß, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, probiert den immer mal aus, ist von der vom Baumwesen her so, der will wuchern, der will wachsen, der will explodieren und ihr seht schon, der hat hier eine ganz wilde Krone und je mehr wir den zurückschneiden, umso explosiver wird der. Man muss da sehr, sehr achtsam jetzt nochmal auf den Schnitt kommend agieren. Man muss ihn langsam führen, dass sich die Krone so weit ausbildet, dass man nachher die hohen Erträge auch bekommt. Bei dem Baum sind wir ganz gut dabei, auch wenn es jetzt nach Wildwuchs aussieht.
sodass wir, glaube ich, hier in diesem Jahr ungefähr von 100, 150 Kilo Ertrag sprechen können von diesem Baum. Was sehen wir da drüben, wenn wir hier rüber gehen? Die versprochenen Nüsse. Also doch nicht nur Äpfel. Nein, wir versuchen viel. Wir versuchen viel. Man hat ja gedacht, wir wären von Streuobst schon in der Nische. Das stimmt nicht. Es gibt einen deutschen Haselnussverband, mit dessen Vorsitzenden und Vereinskollegen ich mich mehrfach getroffen hatte, mehrfach Gespräche geführt habe. Und wir sind dabei, versuchen zu starten, eigentlich zu gucken, wie können wir die Haselnuss per se auch bei uns in Schleswig-Holstein anpflanzen. Haben verschiedene veredelte Haselnüsse hier in verschiedenen Altersstrukturen und haben unveredelte, die stehen da drüben noch am Ende kurz vorm Knick. Und haben das so, dass der Haselnussstrauch, den ihr vielleicht kennt, hier nicht anzutreffen ist, sondern wir haben den Haselnussbaum. Das heißt, der Baum ist so, dass wir einen Hauptstamm haben, die Äste beim Hasel relativ gesehen hochgehen, wie wir es hier sehen, sodass das sich dann von der Krone her keine Breitkrone ergibt, sondern eine erdsteil anwachsende Krone. Und wenn wir jetzt uns den Erntepunkt anschauen, dann brauchen wir nur an den Ast unten oder den Baumstamm sozusagen gehen dran, brauchen die nur bewegen und sind ungefähr bei 13 Kilogramm Haselnussertrag später. Haselnuss ist bei uns in Schleswig-Holstein sehr schwierig, weil die Windverhältnisse hier schwierig sind. Es ist kühler, aber es geht. Das heißt, wir haben jetzt schon mehrere Hasel dahin gebracht, dass sie so 4-5 Kilo Ertrag haben pro Baum. Eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, das betrifft das Mainstreaming. Ne? Wir haben da gerade so im Bio-Bereich ganz viel aufstrebende kleine Unternehmen gehabt, die immer größer wurden und dann hier noch einen neuen Vertrag gemacht haben und dann noch wieder größer wurden und auf einmal sich in Verhältnissen wiedergefunden haben, wo die am Anfang überhaupt nicht hin wollten. Wie geht's dir, wie geht's euch damit und was tut ihr, damit das nicht passiert? Also dieses aufgesogen werden von den Verhältnissen, die ihr doch eigentlich kritisiert. Punkt 1, ich glaube, mit der Zunahme der Obstgehölze, das heißt auch von den Wiesen, wir fingen ja bei 2 Hektar an, das war die erste, die wir da vorhin gesehen hatten, 2012, sind wir jetzt bei 13,5 Hektar ungefähr und es kommen jetzt dieses Jahr vielleicht noch so 4 Hektar dazu, wo wir einfach sehen, okay, da passiert gerade genau das. Und wo wir immer wieder in uns hineinhorchen und sagen, was wollen wir denn bieten, was wollen wir nicht bieten und was wollen wir sein und nicht sein. Ich glaube, das, was wir tun, ist zu gucken, wie können wir auf einer kleinen Ebene den regionalen Markt bedienen. Wir sind dicht an der Ostsee dran, wir haben ganz viele Hotelbetriebe, Restaurationen, auch wenn wir jetzt nicht aufhaben, aber die genau dieses suchen, also diese Produkte auch suchen. Das heißt, wir wollen sehr individuell auch fortfahren und schauen, wenn hier ein Hotelbetrieb A ist, der unser Obst, das Gepresste dementsprechend verkaufen will, können wir dann auch dementsprechend liefern. Wir können deren Logos mit draufbringen, weil wir auch die Produktion dahingehend umgestellt haben, dass wir die Etikettierung so haben, dass wir mit denen zusammen das tun. Und ich glaube, wenn wir immer wieder sagen, Achtung, was wollen wir nicht? Und ich glaube, das, wo wir auch erfolgreich sind und Spaß dran haben, ist, dass wir den Austausch zu denen haben, die eigentlich die Produkte in Abverkauf bringen. Und dieses Anliefern ist eine riesige Freude. Man tauscht sich mit den Unternehmern aus, man tauscht sich mit den Kunden aus, die Fragen haben. Und ich glaube, wenn wir diese Freude behalten, dann kann man durchaus ja noch größer werden. Und man muss immer schauen, was will man nicht aufgeben dabei. Und ich glaube, da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. So, hier bin ich zu Hause beim Mauswiesel. Ist ganz ein lieber Zeitgenosse, weil der dafür sorgt, dass die Population der Wühlmäuse hier im überschaubaren Maße bleibt. Das heißt auch hier wieder so eine Form von ökologischer Selbstregulierung, wenn man nicht unbedingt Partei ergreift für die Wühlmaus.
Was ich euch gerne jetzt an dieser Stelle zeigen oder nochmal illustrieren möchte, nochmal darauf zurückkommen möchte, ist diese Figur, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Das Unternehmen mit dem, was sie tun und der Art, wie sie es tun, Produkt und zugleich Produktion von Kultur sind. Das, was wir hier erleben, was ich euch hier zusammen mit Martin zeige, ist etwas, was nicht einfach so kontextlos hat passieren können, sondern es ist das Produkt von bestimmten kulturellen Verhältnissen. Kulturellen Verhältnissen, in denen es auf der einen Seite Ernährungskulturen gibt, die problematisch geworden sind. Auf der anderen Seite Verhältnisse, in denen kulturell noch Alternativen dargeboten waren, weil Martin und Familie schlicht und ergreifend auf bestimmte Wissensbestände haben zurückgreifen können und deswegen diese Form von Obstbau hier betreiben können. Das wäre die Produkt von Kulturseite. Auf der gleichen Ebene gelagert ist dann Produktion von Kultur. Das, was sie hier tun, ist schlicht und ergreifend, ein kulturelles Bildungsangebot zu machen. Ja? Es ist eine Form des Angebots, wie man sich anders ernähren könnte. Das heißt, was hier passiert, sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft. Diese Formulierung, die war vorhin schon mal im Raum und auch von wem ich sie habe. Aber ich blende es hier nochmal ein, von Reinhard Friem. Martin, bei diesem Reinhard Friem hast du auch promoviert, genau wie ich. Wir haben uns damals genau darüber auch kennengelernt. Welche kulturellen Angebote macht ihr denn an die Gesellschaft? Also was sind das für Produkte, die ihr habt? Zum einen natürlich das Obst, was wir so da bieten, das nicht gespritzt ist, von der Sträubswiese kommt und diese Dimensionen, die sich um das Obst herum ranken. Wir machen aber auch das kulturelle Angebot, diesen Ort hier kennenzulernen. Wir sind mit Menschen hier, die sich für Obstbau interessieren, die sich für den Ort brauchen, um sich zu bewegen. Wir machen Projekte mit Schulen. Wir haben einen Schüler hier gehabt, der in ganz normaler Regelschule war. Der war einfach so, dass der den Raum auch brauchte. Und das hat sich dadurch ausgedrückt, dass er sich hier einen Ampfer aus dem Boden gerissen hat. Erstmal eine halbe Stunde auf den Boden eingeschlagen hat und vor sich hinschrie. Und auch wenn ich da etwas irritiert war, hat mir das vor Augen geführt, Mensch, dieses kulturelle Angebot, das hat er sonst nicht bekommen. Ja. Und der war nachher in der Gruppe ganz entspannt dabei. Der war ein Stück der Gruppe. Wir machen jetzt mit der Dorfvorsteherin gerade was, dass wir im Dorfhaus, das hier so 100 Meter entfernt ist ungefähr, ab nächsten Jahr einmal alle 14 Tage einen Apfelverkauf haben werden, wo die Dorfbevölkerung ihre eigenen Äpfel mitbringen könnten, wir ein paar Äpfel haben, Apfelkuchen gebacken wird und man sich zusammen sieht und austauscht. Und trotzdem das Ökonomische nicht übersehen wird. Also wir sind trotzdem die, die auch Obst anbauen. Und ich glaube, diese Vielfalt, die dahinter steckt, ist ja auch mit vielen Sehnsüchten verbunden, die oft artikuliert, aber nie gelebt werden. Ich glaube, so eine Sträubswiese ist ein Anknüpfungspunkt, um different den Begriff Kultur nochmal auszubuchstabieren. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch mit Unterstützung von Martin Bade halbwegs glaubhaft machen können, dass Lebensmittel, die wir verzehren einerseits, andererseits, wie wir sie anbauen und all die Dinge, die da dranhängen, dass wir es hier nicht mit homogenen Gütern zu tun haben und dass wir in der ökonomischen Theorie daher auch lernen müssen, sie in ihrer Besonderheit, in ihrer tatsächlichen Qualität und das heißt eben auch in ihrer Einzigartigkeit anerkennen zu können, um ja auch Ideen entwickeln zu können, wie eine andere Art von Obstbau funktionieren kann. Martin, für die Einblicke hier danke ich dir ganz gerne und jetzt schauen wir mal, was bei rumgekommen ist hier. Danke dir, hat viel Spaß gemacht, gerne wieder, auch wenn ihr mal Spaß habt, so einen Betrieb mal vor Ort zu sehen, könnt uns gerne besuchen. Ich kann dir meinen Ellbogen anbieten, wir framen die Ellbogengesellschaft neu und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit euch.